meine Lieben, es geht weiter mit dem keltischen Baumhoroskop, die Esche. Und diese steht unter dem Begriff der Ehrgeiz. Die Geburtsdaten für die Esche sind vom 25. Mai bis 3. Juni und vom 22. November bis 1. Dezember. Die im Zeichen der Esche Geborenen sind Vorreiter, Forscher und Eroberer. Sie lieben ihren Geist und Körper, aber auch Freiheit und Selbstständigkeit. Und das verlangen sie auch von ihrem Gegenüber. Ihr Antrieb sind die Herausforderungen und Veränderungen. Sie sind ausgesprochene Führungspersonen in der Familie und im Beruf. Es ist festzustellen, lernt man einen Esche-Menschen kennen, vereinen sich unterschiedliche positive Eigenschaften. Im Besonderen ist ihr großer Drang, nach Entdeckungen zu erwähnen und die Lust nach Wissen, Toleranz und Fantasie. Mit aller Macht aber hassen sie Falschheit. Ihre positiven Aspekte liegen im Gegenpol ihrer dunklen Seite verborgen. Fühlen sich Eschegeborene nicht gefordert, lernt man ihre Aggressivität und Oberflächlichkeit kennen, die unkontrolliert nach außen kommen. Es ist nicht möglich, Menschen, die diesem Zeichen zugeordnet sind, einzuengen oder zu unterdrücken, denn damit weckt man ihren Kampfesgeist. In der Liebe suchen sie aufgeregt nach einem ebenbürtigen Partner. Der muss in der Lage sein, sich auf höchstem Niveau mit dem Esche-Menschen austauschen zu können. Erst dann, wenn das gegeben ist, steht ihnen eine aufregende Zeit bevor. So, das ist also der Esche-Geborenen. Und als nächstes geht es dann weiter mit der Hainbuche. Herzlichst eure Derya.